Und damit willkommen zu einem neuen Projekt, das momentan noch ein bisschen laut ist, aber das macht doch nichts. Wir machen es einfach ein bisschen leiser. Es ist ein sehr schönes Projekt und ein vor allem sehr gut klingendes Projekt. Es ist in Version 2.23 verfügbar und ist eine Total Conversion für Doom von Vost York und vielen anderen, die man hier sieht. Und was ist das Ganze? Ein Total Conversion, wie gesagt, zu Doom 2. Eine postapokalyptische, ein bisschen Fallout, ein bisschen Mad Max, ein bisschen Borderlands vielleicht, ne? So ein bisschen alles die amerikanische Wüstengeschichte mit einer dystopischen Zukunft. Nach irgendeinem kataklysmischen Ereignis. Genau. Sehr gut, sehr schön, sehr, wie soll ich sagen, schwierig, gute Sounds. Es macht Spaß. Richtig klasse Gunplay und so weiter. Unten steht Z-Doom. Das ist auch die Standalone-Version. Alles für Umme kann man sich also einfach und mit dem Link besorgen. Ist, wie gesagt, ein Fanprojekt, beziehungsweise nicht für Geld zu erstehen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich werde das Ganze... Also ich habe schon durchgespielt auf Arcades. Die erste Episode ist in Episoden aufgeteilt. Es gibt danach noch dieses Deadman Walking, was man gesehen hat. Das war die Erweiterung. Und dann gibt es noch den zweiten Teil. Ich habe alles schon durchgespielt, weil einfach geil. Und habe das Ganze auf Survival gespielt, beziehungsweise den ersten auf Arcade. Dann auf Survival und Deadman Walking auf Apokalypse. Ich würde sagen, das Beste fand ich ehrlich gesagt Survival. Warum? Darum. A true survivor makes the most of what he has. Ammo is more scarce and you take more damage. But so do your enemies. Player survival, ja. Also ein echter Überlebende, ne? Macht das meiste aus dem, was er hat. Es gibt wenig Munition, aber die Feinde nehmen mehr Schaden, ich aber auch. Genauso wie ich es haben möchte. Nicht diese Bethesda-Idioten Schwierigkeitsgrade, wo die Gegner... weiß nicht, 1000 Schläge oder Schüsse oder sowas aushalten. Völliger Schwachsinn, sowas hasse ich ja. Ich mag es, wenn ich schnell umkippe, der Feind aber auch. Ja, dann sind es faire Mittel. So, was haben wir? Wir haben ein Brecheisen, wir haben ein Pistölchen. Leider meine ich, konnte man in der ersten Episode noch nicht die Waffen modifizieren. Das kommt erst mit dem zweiten dazu. Und das war ehrlich gesagt ganz nett. Jetzt können wir tatsächlich die Musik ja mal ein bisschen lauter machen, ne? Ich muss ein bisschen gucken, dass wir da eine vernünftige Mitte finden. Weil die ist halt einfach klasse. So ein richtig schöner Soundtrack, so ein 80er-Jahre-Soundtrack. Perfekt. Macht's wirklich, wirklich Laune. Wie gesagt, das Gunplay ist wichtig. Welcome to Ashes, the total post-apocalyptic Doom Conversion. Achso, hätte ich gar nicht sagen müssen, hätte ich einfach nur lesen müssen. Das Ganze, wie gesagt, nicht auf Deutsch verhältnismäßig erhältlich, sondern ich muss das Ganze übersetzen. Kriegen wir hin. Hin und wieder gibt es mal so Situationen, wo man ja auf NPCs trifft, NSCs viel eher. Und mit denen kann man dann diskutieren, beziehungsweise so ein bisschen wie bei, sag ich mal, Fallout kann man dann, oder wie jedem anderen Rollenspiel, kann man mit den Leuten diskutieren, reden, machen, tun. Und dann ist alles gut. Und Aufgaben gibt's. Ja, Anzeigen haben wir auch. Links unten HP sind die Lebensenergie, darüber ist eine Radioaktivitätsanzeige, man kennt es. Man erwartet es mit Ruhe. Und zwar, wenn das voll läuft, ab einem gewissen Punkt fängt man dann verstrahlt zu sein und dann macht's Aua. Armor ist für die Panzerung. Und rechts unten haben wir Amore 6 von 18. Munition im jetzt momentan in der Kammer, hier im Revolvermagazin mit 18 insgesamt oder nee, zusätzlich. Und darüber ist die Munition. 45er, das sind die hier. Da macht 9mm für Uzi und Pistölchen. 12er, hier die Schrotflinte. Dann Slugs, Gas, Bombs und 308. Das sind diese Gewehre. Gewehrmagazin, Kaliber. Ja, Bomben sind so, was sind das? Pipebombs. Rohrbomben. Gas sind für den, ich glaube, Master Blaster heißt der. Ja, wer sich noch an den Vollstrecker erinnert, Mad Max 3 war das. Da gab es den Master Blaster. Ja, der kleine Zwerg sitzt dem anderen auf dem Rücken. Halt, darf man Zwerg sagen. Oh, jetzt wird wieder gecancelt. Das kann doch nicht wahr sein. Aber so ist es normal. Ja, Karte haben wir auch. Ist ganz nett. Ist ganz schick. Und ranzoomen kann man auch.
Muss nur aufpassen, dass ich nicht die anderen Tasten drücke dafür, weil dann beende ich die Aufnahme. Das wäre schlecht. Ja, kann sich hier mal umgucken. Es gibt auch wieder Geheimnisse. Und, ach ja, was man jetzt unten sieht, ist ein Dollarzeichen und eine Null. Das gilt also auch Scrap. Man kann wieder mal typisch Müll sammeln. Oder Short. Some areas require jumping or crawling, especially secrets. Ja, ich würde sagen, ich renne einfach mal durchs Tutorial durch. Das ist jetzt nicht so krass. Ich muss mal gucken mit V-Sync. Ich habe es mal ausgestellt. Weil ich da teilweise so... Oder ich habe es angestellt? Eins von beidem. Weil manchmal so, gibt es da so Zeilen, die ein bisschen rumspacken. Muss mal gucken, dass es vernünftig aufnimmt. Also könnte ich da so ein bisschen... Ja, wie auch immer. Easy, you can hop through sludge and nukage, but it is best to avoid it entirely. Ja, das hier, man kennt es. Ich glaube, ich erkläre jetzt nicht großartig diesen Tutorial. Wir rennen einfach durch, lernen, wie das so funktioniert, steuerungstechnisch. Ja, aber ganz groß natürlich die Musik. Und es lohnt sich tatsächlich auch nach diese ganzen Secrets. Oben links steht's. 11 Monster und ein Secret gibt's hier. Danach Ausschau zu halten, beziehungsweise auch mal die Zeit zu nutzen und die Umgebung so ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn wenn es da Munition gibt, Rüstung oder auch Lebensenergie, das kann schon ganz interessant sein und wichtig. Ja. Jetzt sagen wir, speichern das mal ab als 1. Gespeichert und auch hervorragend, man muss es nicht bestätigen. Quick Save, sonst muss man Makro machen bei GZ Doom. Oh, looks like cannibals lurk here. Make sure you've bound a key to your alt fire and boot. Boot Knife, genau. Kann man auch machen, habe ich nie benutzt. Warum auch? Es kann sein, dass ich, ja, das wird jetzt hier nicht irgendwie ein Versuch immer, ich renne durch und dann ist alles gut. Kannibalen ist natürlich ganz schlecht. Go back, sagt das Sprite hier. Ja. Es kann sein, dass ich im Frust, im Hass, dann ein bisschen zum Safe-Scumming übergehe. Gerade bei solchen Viechern hier. Das sind sehr erste Kannibale. Nahkämpfer. Und es kann sein, dass man, weil die Angriffe so ein bisschen verzögert teils kommen. Und wenn ich dann aufs Maul bekomme oder hängen bleibe irgendwie und dann verhauen werde, weil es geht ruckizucki, dann lade ich da meistens wieder, weil mich das sonst ein bisschen nervt. Aber wir schleichen uns mal an. Einen Stealth-Kill kriegen wir aber nicht hin. Jetzt war es schon wieder fast zu... Ich war zu nah dran. Jetzt hat er schon wieder ausgeholt, der Hund. Some objects can be broken open for loot. Watch out for flammables, though. Ja, da wollen wir natürlich nicht draufhauen mit dem Brecheisen. Ja, läuft ein bisschen... So leicht ruckelig. Das mache ich ja nicht. Ich muss mit dem V-Sync doch ein bisschen rumspielen. Na, wird mal sehen. Es ist auch gerade der zweite Teil, oder die zweite Episode, die, das sind halt riesige Landschaften, die sie da gezaubert haben. Und da muss ich sagen, da geht mein Rechner teilweise ein bisschen in die Knie. Gerade wenn ich das über das Vulkan, den Vulkan-Renderer laufen lasse. Deswegen muss man mal gucken, dass es halbwegs nach was aussieht. Na gut. Ja, wie gesagt, hier lassen wir mal stehen. Obwohl, vielleicht ein Geheimnis. Können wir mal schauen. Ja, so sieht das aus. Einzel nachladen geht nicht, aber das gesamte Ding. Aber ich werde natürlich nicht wieder einmal schießen, nachladen. Ich bin ja sowieso jemand, ich mache das Magazin gern leer. Und dann geht's weiter. Oh, und jetzt dann die nächste Mechanik. Lampe. Ah. Ist das so? Na? Du bist gemein, hat er gesagt. Oh, genau das meinte ich. Einmal einen falschen... Fehler gemacht und sofort hat man einen Knüppel im Gesicht hängen. Es ist ein sehr dunkles Spiel, da muss ich ein bisschen aufpassen, weil gerade mit dem Encoder hier, ne, kleine Kanäle kriegen ja durch die Idioten-Codierer hier von dieser tollen Plattform. Deswegen muss ich dann ein bisschen, muss ich gucken, dass ich dann durch solche Gebiete mal relativ schnell durchgehe, weil sonst sieht man nur einzelne Vierecke auf dem Bildschirm. Ist also ein bisschen schwierig. Ja, yeah, watch out for radiation hotspots. Unlike slime, your only defense is to minimize exposure. Also wir können uns davor nicht schützen, wir müssen... Einfach nur gucken, dass wir da fernbleiben. Vor diesem radioaktiven Schleim. Mal jetzt auch knistern. Und unten links, es läuft langsam voll. Wie gesagt, wenn es im gelben Bereich ist, dann nehmen wir tatsächlich auch Schaden. So, wir speichern. Ja, Kannibalen. Man weiß, was man hier zu erwarten hat. Und Painkillers. Schmerzmittel. Ah, sehr gut. Ja. Ja, soviel zum Thema. Jetzt haben wir noch 30 Lebenspunkte. Einfach ist es nicht. Also gerade auf den Schwierigkeitsstufen, auf den höheren,
Da kriegt man schon hart aufs Mäulchen. Wenn man da nicht aufpasst. Und gerade weil ich halt, weil Munition auch relativ selten ist, benutze ich ganz gerne mal das Brecheisen, um die Gegner zu brechen. Some items can be picked up and saved till later. Das hier zum Beispiel. Heißt, wir haben unten ein Inventar, können wir auch direkt mal nutzen, denn warum auch nicht. Gibt uns 25 Lebenspunkte, wie so ein normales Medikit aus diesem Doom, von dem man immer so viel hört. Ja, deswegen, wie gesagt, einfach mal falsch in die Ecke getrieben. Pretty standard ambush, but some cannibals can be more inventive. Ja, da kann es sein, dass man nämlich ruckzuck den Löffel abgibt, kriegt ein paar Mal in die Schnauze, man sieht nur noch rot und ist dood. Das geht ruckizucki, deswegen werde ich mir das mit dem Speichern laden. Auf jeden Fall auch, ja, ich sag mal, das wird hier kein, ich fange bei A an und laufe einfach durch. Ich werde auch mal den Löffel abgeben, so ist es nicht. Ja, die ganze Flüste. If you find or place a pine bomb on the floor, disarm it by pressing use carefully. Ja, pine bomb, man kann diese Rohrbomben kann man auch setzen. So wie dieses hier. Kann ich sie auf den Boden setzen. Alternative Feuermodi gibt es natürlich auch, so wie mit dem Gewehr, da kann man dann später schön mit dem Zielfernrohr arbeiten. Waffen sind richtig gut, machen Spaß. Jetzt momentan, wie gesagt, versuche ich noch ein bisschen mit dem Nahkampf. War, the chopper down there looks almost untouched. Let's see if we can get it out of here. Ja, das wird so auch sein Hauptgefährt werden. Denn unter Dreh- und Angelpunkt mancher Missionen, denn dann stehlen böse Gangs wieder sein Moped und wir müssen es wieder beschaffen. Neue Gegner. Schießen böses Zeug. Kann man mit einem harten Schlag auf einmal ausradieren. Allerdings, wenn sie einem währenddessen dann ins Gesicht schießen, das ist dann eher ungünstig, sage ich mal. Ja, und natürlich den ganzen, warum schlage ich den ganzen Quatsch zusammen? Rechts unten steht eine 60, das ist der Scrap, Schrott. Den ganzen Quatsch, den ich hier nämlich einsammle. Das ist die Währung, dafür kann ich mir tolle Sachen kaufen. So, es fehlt. Secrets 0 von 1. Aha. Wir haben ein Secret übersehen. Sie soll ja gar nicht mitgenommen. Ja, wo mag das sein? Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, wenn ich hier aufmache, ist Feierabend. Ist ja nur das Tutorial. Ach, das sollte ich vielleicht mal machen, oder? Genau. Und mit dem Moped kann man auch tatsächlich fahren. Und es wird auch solche Abschnitte geben, wo man dann über längere Strecken von A nach B fährt. Oder als in der Oberwelt hat und aussteigen muss und wieder irgendwo was... ja. Okay. Danke. Neue Dinge tun eben. So, es gibt auch viel zu lesen, viel zu machen, viel zu tun. Knife Bristle, Shotguns, Something with Wheels. Aha, Deadline. Chris by more Gasolin. Ach ja, Gas gibt es natürlich auch für zum Beispiel die, wie heißt es noch gleich? Für den Presslufthammer oder was man da dann später noch bekommt. Bin ich gerade überfragt, wo war denn nochmal das Secret? Standardmäßig im Klo? Oder hier ist must wash hands, okay. Kann man auch alles kaputt schlagen. Ich glaube, in Klos ist nie irgendwelcher Schrott versteckt. Möglicherweise. Wo war nochmal der... Okay, hier hat es einen Stuhl, auf den kann man auch drauf. Klingt komisch, ist aber so. Wo war nochmal... Manchmal erkennt man das auch, indem man die Karte mal sondiert. Da oben könnte man rein in so einen Raum. Es gibt versteckte Schalter, es gibt teilweise Sachen, wo man durchlaufen kann, wie bei Duke 3D. Ist übrigens die... Ich glaube nicht die Build Engine, oder? Sieht teilweise nur so aus. Also mittlerweile ist es ja fließend, finde ich, der Übergang. Da weiß man nicht so genau, ist es jetzt... Ist es noch die Build Engine oder ist es... Nee, halt, ist es noch die Doom oder ist es schon die Build Engine? Man weiß es nicht. Build Engine ist ja Doom. Quatsch, ist Duke. Und das alte sind die Doom Engines. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wo war denn nochmal der... War denn nochmal der Ausgang? Quatsch, der Ausgang ist klar. Let's take her for a spin. You might be able to get over that gap using the ramp. War hier denn überhaupt das
Das Geheimnis. Nicht rauchen. Sowieso mal eine gute Idee. Ist eh noch Quatsch. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal weiter, oder? Weil hin und wieder muss man auch den Stuhl von A nach B transportieren, beziehungsweise schubsen, dass man irgendwo hoch kann, irgendwo drüber kommt oder sowas. Oder irgendwo in so Lüftungsschächten. Das wird auch noch ein ganz großes Feature sein. Ja, ein bisschen schwierig die Steuerung hiermit, aber geht schon klar. Ja, ein bisschen ruckelig ist das, ne? Ja, das ist schon mal gut. Komisch. Ob das in der Aufnahme liegt? Wahrscheinlich, ne? Oder muss ich da irgendwo... Kann ich da oben beim... Moment. Sowas wurmt mich ja immer. Das sieht aus wie... man da hoch käme, ne? Außerhalb der Fenster vielleicht? Weil gerade diese Secrets, ich stehe auf sowas. Und ne, auch wenn da wieder viel Schrott dabei ist, dann kann man damit sich wieder zum Beispiel Munition kaufen oder Futter. Futter bringt auch Lebensenergie. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Boah. Nice jump, Bro. Now try getting through this wreckage without crashing. Okay, allein für das Bro könnte eigentlich schon verhauen, aber... Achso, jetzt sollten wir hier... Wir müssen natürlich von A nach B fahren. Ja, gerade bei sowas, da steige ich dann mal ganz gerne aus und gucke mich mal so ein bisschen um. Was ist denn hier? Gibt es irgendwo was? Ist irgendwas versteckt? Manchmal natürlich, weiß nicht, liegt irgendwo noch eine... irgendeine Leiche noch rum mit einer Waffe irgendwie. Und ein paar Futtervorräten, die man wieder selber einsetzen kann oder was in der Richtung. Also ist wirklich gut gemacht. Musik auch. Und dann noch ein bisschen still, aber das wird noch... Das ist auch ein Tutorial. Das wird noch teilweise, ich sag mal, Action geladen. Also noch Action geladen als ohnehin schon. Aber immer schauen... Ein Secret haben wir ja irgendwo. Nur wo mag es sein? Karte auch immer hilfreich bei sowas. Ach ja. You can jump to get off your hawk if you see something interesting. Ja, man kann das auch abspringen, wie ich es gerade gemacht habe. Und dann kann man sich umschauen, wenn man was Interessantes gefunden hat. Aha. Ja, das zum Beispiel. Das ist normales Futter. Aber weil mir das auch Lebensenergie über 100% gibt. 45er Revolver, mehr Munition. Können wir dann neu laden. Ja, deswegen benutze ich die in der Regel gerne, wenn ich schon 100% habe. Ja, so ein bisschen ruckelig. Ich kann das ja mal spaßhalber umstellen. Bei Video wahrscheinlich. Oh je. Max FPS, V-Sync. Auch immer off. Läuft schon besser aus. Ich hoffe mal, das ist jetzt auch flüssiger. Wir können gleich mal mit dem Bock durch die Gegend fahren. Jetzt meine ich, sehe ich da so lustige Linien auf dem Bild, oder? Oder habe ich einen Knick in der Optik? Boah. Ja, das macht Laune. Und ich glaube, erst in der zweiten Episode ist es so, dass man die mit Munition oder mit einer Waffe ausstatten kann dann. Okay, das ist schon wesentlich flüssiger. Das gefällt mir besser. Also, V-Sync aus. V-Sync, das gehört. Da oben vielleicht. Wo mag die... Ist doch gegessen. Ist egal. Und natürlich wieder, wie gesagt, jede Menge Geheimnisse. Ein bisschen was zum Abumpfen gibt es auch immer. Aber hier scheint nicht so viel zu sein. Ich finde tatsächlich das Geheimnis nicht im Tutorial. Das ist natürlich... Ist natürlich fatal. Na gut. Hold your fire. Towns are a good place to trade, not to fight. Ja, das hier ist eine Stadt im Norden. Und es wird wieder irgendwelche Untergrundtunnels geben. Natürlich irgendwelche Sewers. Kanalisation wird es geben. Draußen wird ein bisschen rumlaufen. Hier Schrottplätze und so weiter. Gibt es auch. Also alles, was das apokalyptische Herz sozusagen begehrt. Da können wir, glaube ich, rein, aber wir machen erstmal. Schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Und natürlich die Suche nach den Secrets, das macht natürlich auch mal Laune. Oder ich mag das zumindest. Stehe auf diesen Quatsch. Weil man dann. Ich weiß nicht, man fühlt sich doch schon so ein bisschen clever, wenn man die Sachen teilweise rausfindet.
Ashes is best played in the dark. Adjust your brightness until this area is dark and shadowy. Ja, aber ich würde gerne was sehen. Beim Schlagen packt er natürlich die Funzel weg. Dann sieht man wieder nicht so viel. Aha. Da saß jemand eine ganze Weile drin und hat Mühle gespielt mit... mit was auch immer das ist. Eine Kerze? Ja, das scheint doch irgendwas zu sein. Wie komme ich denn da hoch? So, Lampe aus. Komme ich da irgendwie hoch? Ne, ne? Sieht aber schon so aus, als ob ich hier irgendwie reinkäme. Nur wie? Kann man die irgendwie öffnen? Ne, das reicht nicht. Wie komme ich da hoch? Kann ich das erklimmen? Nein. Keine Treppe, kein gar nichts. Oder komme ich hier irgendwie hoch oder so und dann durchs Fenster? Auch nicht, ne? Kann ich hier hochklettern? Nee. Ja, ich habe auch noch nicht alle, sag ich mal, Geheimnisse entdeckt. Da gibt es also noch tatsächlich noch mehr zu entdecken. Ich laufe zwar nicht rum und renne von A nach B, ja, sondern ich schaue auch schon mal ein bisschen, irgendwo was finde. Aber alles, wie gesagt, habe ich noch nicht rausgefunden. Muss nur halt aufpassen wegen diesen ganzen dunklen Stellen. Wie gesagt, das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil, naja. Sag mal, ist schwierig. Ist schwierig, wenn man nur irgendwelche Pixelchen sieht. Den Knopf drücken. Oh, ist ja gut. You're back home. Use the switch to enter your pad. You've almost completed the tutorial. Press switch to travel to your first mission. All the junk you've collected can be used to buy supplies from traders. Also Knopf drücken, dann geht's los und ich kann bei Händlern kann ich den ganzen Schrott, den ich gefunden habe, einsetzen. Gewinnbringend. Rage. Ah ja, auch die Doom-Geschichte. Wie finde ein extrem schlechter Hit-Shooter, vielleicht sogar der schlechteste, den sie hier gemacht haben. Ich mag den überhaupt nicht. Repetitiv, langweilig. KI irgendwie auch so eher Stuhl. Ja, wohl, schon ganz nett. Some characters are friendly and can be traded with or spoken to. Suchen wir immer noch unser erstes Geheimnis. Und doch ist ja das Tutorial angesagt, von daher. Oh ja, mal speichern, Spaß halber. Guten Tag. Sup, Scav. You wanted to use my shooting range? It's your lucky day. Only $60. Oh, für 60 kann ich die Shooting Range benutzen, den Schießstand. Woher bekomme ich $60? Well, I don't have to actually be dollars, right? If you got some junk worth about the same, that's cool too. I have some junk right here. Have fun in there, Scav. Verdammt, ich habe schon eingesetzt. Ah. Keep an eye out for secret areas. They are everywhere. Ach, jetzt erklären Sie mir das. Ich verstehe. Hoffentlich ist jetzt hier mehr, als ich ausgegeben habe drin. Shooting Range, haben Sie gesagt. Ah, okay. Von A über B zu C. Ich verstehe. Sehr schön. Damit hätten wir dieses Rätsel auch gelöst. Nice. You found a stash of goodies. They'll usually be harder to find, however. Alles klar. Also muss ich mal 60 Mark ausgeben, damit ich das Secret finden kann. Und was auch natürlich wieder, was ich mal ganz nett finde, ist, es gibt teilweise Secrets innerhalb von Secrets. Zack. Das heißt, man hat irgendwas gefunden, aber da gibt es nochmal einen Weg in ein neues Geheimnisgebiet. Also das ist die Shooting Range. Können wir mal zurück, Spaß halber, um zu gucken. Ich muss zugeben, ich habe das hier noch nie gemacht. Ich bin nur immer durchgelaufen, habe den Knopf gedrückt und dachte so, jetzt geht's los. Beziehungsweise, ich habe das Tutorial gar nicht gemacht. Immer reingeschnuppert vor der Aufnahme. Aber gut, ja, jetzt Munition, hier könnten wir schießen. Don't forget to reload. Switching weapons or using your knife is even quicker. Aha. Ist ja logisch. Denn gerade hier sowas wie die, aber sehr dünn. Typisch amerikanischer Bauort.
Ja, kann ich mir, muss ich mir sparen, weil wenn ich hier 6-mal geschossen habe, dann kann ich nachladen, ich muss aber nicht. Das läuft auch nicht automatisch ab, wie sonst immer, oder so eine coole Animation, sondern der lädt dann eben nur danach, wenn ich es ihm befehle. Das ist, finde ich, sehr, sehr nett gemacht. Soll es eigentlich auch sein. Hopp. Und natürlich das Gunplay, ich habe es schon erwähnt. Die Leute werden 1-2-mal getroffen und sind weg vom Fenster. Genau wie sich das gehört. Da fühlen sich die Waffen auch entsprechend an und nicht wie, wie gesagt, bei irgendwelchen Bethesda-Spielen, wo man 100 Buletten in einen reinprügeln muss, bis der mal umkippt. Das finde ich immer nicht ganz so spannend. Da doch lieber... Ja, ich will nicht dich zuerst essen, du Hund. Oh. Das Gute ist, die Reichweite... Unsere Ärmchen sind eigentlich länger. Nur manchmal muss man aufpassen, weil die auch so ein bisschen nach vorne springen. Also wenn sie oben irgendwo auf einer, hier auf einer Dings, auf einer Anhöhe sind und man bearbeitet die, dann kann es sein, dass sie nach vorne angreifen und dann plötzlich stehen sie hinter einem und schlagen einen kaputt. Ja, auch ganz nett. Ich kann Knarre und Licht, das funktioniert zusammen, weil es nur quasi ein Einhänder ist und ne, höchstens beim Nachladen muss er dann wieder die Funzel wegpacken. Achso, es gibt ja eh keine Secrets mehr, dann wird es hier wahrscheinlich auch nicht mehr so viel geben. Gut, dass ich nicht geschossen habe, weil die Munition nehme ich, glaube ich, auch in die erste Mission mit. Ein sehr schönes Spiel, actiongeladen ist es auch, also kann ich jedem nur empfehlen. Und wie gesagt, ist für Umme zu haben, Ashes 2063 oder 2063. Look around for alternate paths and places where goodies might be stashed. Alles klar. Hier auch. Tatsache. Und wieder ein bisschen Junk. Jetzt haben wir 85 von vorher, von 60 hatte ich, ne? Ich hatte 100. Ja, hat sich nicht so richtig gelohnt. Dafür haben wir dafür Munition bekommen. Und das ist wirklich Gold wert, weil Munition, ja, man sollte vielleicht dann abdrücken, wenn man den Feind auch im Visier hat. Also nicht schon, ne, so lange draufdrücken, immer wieder den Abzug betätigen, bis der Feind sich entscheidet, mal ins Fadenkreuz zu laufen, weil das ist nicht so gut. Tja. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Das war die erste Folge. Heute mal Tutorial. Ganz besonders spannend. Und beim nächsten Mal geht's los mit der ersten Mission. Da kommen gleich irgendwie 1, 2, 3 Missionen. Und dann haben wir auch die erste Stadt, zu der wir uns dann hingearbeitet haben. Kann ich schon mal versprechen. Oder schon mal spoilern. Ja, da können wir uns dann auch mit Waffen, Munition, Futter und so weiter eindecken. Und ja, ist glaube ich... Ich meine, die erste Episode war auch sehr linear. Das heißt, man kämpft sich mal durch ein Gebiet und dann sind wir fertig. Und dann kommt die nächste Folge, mehr oder weniger. Es sei denn, es ist ein Riesengebiet, da können wir mehrere draus machen. Anders als zum Beispiel beim zweiten Teil, da hat man dann so einen Hub und kann dann aus dem Hubgebiet in verschiedene Richtungen laufen. Je nachdem, wo man hin kann oder was, oder ob man Wege freigeschaltet hat und so weiter. Oder ob man Fähigkeiten hat, irgendwie mit wem geredet hat und dann kommt der nächste Bereich. Hier noch alles relativ linear. Wie gesagt, man läuft von A nach B. Und dann kommt man in die nächste Karte. Das hier ist nämlich jetzt Map 00 und die erste wird heißen Map 01. Also ist das alles chronologisch sozusagen in einer Schnur, Perlenschnur aufgereiht. Aber natürlich die Levels sind es nicht. Das sind oftmals wie hier schöne, offene Gebiete. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal jetzt mehr. Ich danke fürs Zuschauen und man sieht es beim nächsten Mal bei Ashes. Bis dahin. Ciao, ciao.